Honda hat den Crossrunner radikal umgekrempelt. Und die Modellpflege hat dem Motorrad gut getan. Er sieht jetzt nicht mehr wie ein flugunfähiger Vogel aus, sondern richtig fesch. Die Formen sind scharf geworden und die gesamte Maschine schlanker. Honda hat ganz viel Kunststoff entfernt. Endlich kommen die technischen Bauteile zur Geltung, wie auch der Alurahmen und der Vierzylindermotor. Der hat übrigens mehr Leistung abbekommen, doch nach wie vor muss man den Crossrunner runterschalten, wenn man zügig überholen will. Am besten gleich zweimal. Das macht allerdings Spaß, die Schaltung ist vorbildlich. Das neue Digitaldisplay im Cockpit ist leider immer noch nicht spiegelfrei, zudem wirkt es überfrachtet. Dafür sitzt man jetzt wesentlich komfortabler und der Lenker liegt prima in der Hand. Endlich ist Honda mit dem Crossrunner angekommen, in der beliebten und umkämpften Klasse der Straßenmotorräder mit Enduro-Anmutung.